Kultusminister Christian Piwarz besuchte am vergangenen Donnerstag Schulen in Mülsen, Kirchberg und Hartmannsdorf. Vor Ort verschaffte er sich einen Überblick über die Arbeit in den Bildungseinrichtungen und kam mit Lehrkräften und Erziehern ins Gespräch. Wir waren bei einem seiner Termine in der Grundschule in Hartmannsdorf dabei. Auf Einladung unserer Landtagsabgeordneten, der Kerstin Nikolaus, ist der Staatsminister Piwarz, unser Kultusminister, heute hier auf dem Weg nach Hartmannsdorf. Wir wollen uns gemeinsam die Grundschule in Hartmannsdorf anschauen. Wir sind als Hartmannsdorfer sehr stolz auf unsere Grundschule. Es ist eine ganz tolle Einrichtung, die wurde in den letzten Jahren stark modernisiert. Wir haben zum Beispiel sehr moderne digitale Technik, sodass die Schüler bei uns natürlich auch mit Tablets zum Beispiel lernen können, aber auch an einer digitalen Tafel. Die haben wir in jedem Klassenzimmer und das wird er sich heute anschauen. Ich freue mich natürlich auch, das zeigen zu können. Wir sind, wie gesagt, sehr stolz, dass wir diese Einrichtung haben. Es war ein sehr langer Kampf. Auch meine Amtsvorgängerin, die Kerstin Nikolaus, hat jahrelang immer wieder darum gekämpft, dass unsere Einrichtung, unsere Grundschule, unser Kindergarten hier erhalten bleiben. Und zusammen ist das Herz unserer Gemeinde, denn wir leben ja von der nächsten Generation und die ist bei uns hier gut behütet. Und ja, ich freue mich, dass sich der Staatsminister Piwarz das heute bei uns anschaut. Der Rundgang war natürlich gründlich geplant. Schließlich wollte auch die Schulleitung in kürzester Zeit so viel wie möglich präsentieren. Ja, ich denke, wir können eine schöne Einrichtung zeigen. Wir sind eine kombinierte Einrichtung, in der die Kinderkrippe, der Kindergarten, der Schulhort und natürlich die Grundschule zu finden ist. Wir haben seit einiger Zeit diesen schönen Anbau hier mit Multifunktionszimmer, eigentlich für Werken und Kunst konzipiert, aber auch für Kleingruppenunterricht geeignet. Das Schöne an unserer Einrichtung ist tatsächlich, dass man überall hin kurze Wege hat, zum Kindergarten, zum Hort, dass wir recht gut zusammenarbeiten. Unsere Kinder haben eine schöne Außenfläche. Sie können sich dort erholen, sie können spielen. Wir nutzen die Außenfläche auch zum Unterricht im Freien, Unterricht im Grünen. Wir haben viele Sitzmöglichkeiten. Und wir sind im Grunde genommen eine Schule, in der viel Bewegung ist, wirklich Bewegung. Wir machen Wandertage im wahrsten Sinne des Wortes, sind viel in der Natur und nutzen auch viele sportliche Aktivitäten, um ja dem Bewegungsdrang der Kinder auch entgegenzukommen. Das klingt absolut perfekt. Hat Frau Müller dennoch einen Wunsch? An unserer Einrichtung an sich würde ich jetzt gar nichts unbedingt verändern wollen. Mein Wunsch ist natürlich, wie sicherlich viele Lehrkräfte auch sagen, ein bisschen mehr Personal, was an sich die Lehrerschaft angeht, aber auch ein bisschen mehr Unterstützungspersonal, also Schulpsychologen, Schulsozialarbeiter. Da sollte man dranbleiben, dass sich die Zahlen einfach noch ein bisschen weiter erhöhen. Die Problematik ist bekannt, aber nicht einfach zu lösen. Inzwischen war Kultusminister Piwarz durch Hort und Schule fast durch. Im Musikzimmer schien es ihm am besten zu gefallen, denn hier machte er begeistert mit. Der Stundenplan von Herrn Piwarz war an diesem Tag straff durchgetaktet. Da hatten es die Schüler etwas besser. Naja, so, jetzt haben wir euch lange genug gestört. Na dann, viel Spaß euch. Ne? Danke. Ist das eure letzte Stunde oder kommt dann noch eine? Die letzte Stunde. Durchhalten, okay? Tschüss. Kurz bevor der Kultusminister zum Auto ging, wollten wir von ihm wissen, welchen Eindruck er von der Einrichtung und den Mitarbeitern hat. Ich habe eine tolle Einrichtung erlebt und vor allen Dingen ist es ja nicht so oft, dass man in Sachsen eine Kita mit einer Grundschule direkt kombiniert hat, sozusagen da ein gemeinsames Lernen, Aufhalten möglich ist. Und ich habe ganz, ganz viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer erlebt. Ich durfte im Unterricht teilhaben und habe eine tolle Schulgemeinschaft, eine tolle Kita-Gemeinschaft erlebt. Auch Kerstin Nikolaus ist stolz auf die Einrichtung und als Hartmannsdorferin hat sie den Staatsminister hier natürlich besonders gerne begrüßt.
Sie war aber natürlich auch bei seinen anderen Stationen dabei. Also wir haben heute früh begonnen in Mösen, St. Niklas, in der Kindertagesstätte Fuchsbau. Die ist auch neu errichtet worden. Da war von sehr angetan. Von da aus sind wir nach Kirchberg in die Oberschule. Die Oberschule ist ja hervorragend ausgestattet. Wir haben da ein bisschen mit dem Image ein Problem gehabt. Aber ich glaube, er kann sich auch davon überzeugen, dass da einiges getan wurde, dass das jetzt, sag ich mal, wieder alles im Lot ist. Und letzte Station heute war man natürlich in Hartmannsdorf. Das ist eine kombinierte Einrichtung. Also hier ist von der Krippe Kindergarten, Grundschule zum Hort alles unter einem Dach. Und das ist gut für die Kinder. Die brauchen bloß ihre Hausschuhe von einem Zimmer zum anderen zu tragen. Und das Klima ist hier auch sehr gut. Also ich denke mal, wir konnten hier einen guten Eindruck hinterlassen.